Tschutschut und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Numero Morrowind wollte ich gerade sagen. Wir sind gefangen im Boot, merke ich gerade. Ich komme hier nicht mehr raus. Wir müssen jetzt in dieser Folge, just in diesem Moment, erstmal irgendwie hier... Hallo? Seid ihr bescheuert, ey? Ich komme mir aus dem Kackboot raus. Jetzt. Also wir müssen... Eine Notiz schreiben. Nein, wir müssen ins Aschland zurück und ins Urshelaku-Lager. Denn wir haben jetzt alle Stämme vereint und jeder findet uns total toll von denen und nennt uns Hortator. Und ja, das ist total gut, denn damit haben wir die vierte oder fünfte Prophezeiung erfüllt. Das freut mich sehr. Das freut mich jetzt hier nicht so sehr. Denn die sind doch ganz schön nervig. Lalalala. Und das bedeutet, dass wir wieder ein bisschen laufen müssen. Aber das ist an sich gar nicht schlecht. Dann steigen wir nämlich nochmal eine Stufe auf. Und mich würde... Mich würde echt interessieren, wann die... Ach, hier waren wir noch nicht. Wann die detische Rüstung auftaucht. Oh, die wäre ja doch manchmal schon ganz praktisch. Zumindest jetzt, wo wir stärkeren Gegnern gegenübertreten müssen und die auch irgendwie mit unserer Stufe mitleveln, habe ich das Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, ob das so bei Morrowind schon war. Ach was. Solange du keine blöden Zaubersprüche hast, die uns die Sachen in den Taschen schwerer machen oder irgendwie die Stärke nehmen, ist hier alles noch okay. Da unten ist irgendwas. Es sieht aus wie ein Sturmatronach. Um den kümmern wir uns gleich, wenn ich hier alles durchgeguckt habe. Also die Aufbereitung einer Leiche scheint hier sehr, sehr gefragt zu sein. Das lesen viele hier. Bestseller, der Typ muss reich sein, der das geschrieben hat jetzt. Und ich muss niesen. Nein. Oh, furchtbar. Die ganze Zeit diesen ekelhaften... Dieses ekelhafte Niesgefühl in der Nase hat, das ist echt... Oh, echt bäbä. Hier hat jemand seine Drogen versteckt. Hier unten! Okay, so kleine Hülle. Kleine Hülle, Alter. So, und raus jetzt. Gut, der Eistyp kann uns erstmal egal sein. Der macht uns eh keinen Schaden. Ne? Weil wir sind ja super Nord. So, was hast du außer ein... Brauchen wir nicht mehr. Wir haben so viel Geld und so viele Möglichkeiten, hier noch Sachen zu verkaufen. Wir können eigentlich echt alles liegen lassen. Da unten ist noch ein Frostatronach. Oder? Ja. Und hier sieht es irgendwie spannend aus. Lass mich natürlich wieder ablenken. Das ist das Blöde. Sollte ich eigentlich nicht mehr tun, aber
Es geht einfach nicht. Hallo, schöne Frau. Jetzt werdet ihr sterben. Yes. Dummkopf. Es ist immer so. So werde ich immer begrüßt von Frauen. Sobald ich Hallo sage, geht es los. Jetzt werdet ihr sterben. Voll fies. Ja, total nett, dass die uns wieder mit so einem blöden... Zauber bedacht hat. Das ist echt blöd manchmal. Das ist so blöd. Warte mal. Warte mal. Das war's. Nein. So. Da kommt sie auch schon angerannt. Ich speichere. Das ist nervig. Das ist echt nervig. So, ich... Jetzt werdet ihr sterben! Gott sei Dank. Warum? Alter, das ist doch wohl hier echt ein Witz. Das ist doch wohl echt ein Witz. Ich lass die jetzt erstmal hier, warte mal. Okay, damit hat sie mich... Das ist... Ist das der Typ, der da gespawnt wird durch sie? Ich verstehe es nicht. Ja. Keine Ahnung, was es ist, aber auf jeden Fall geht's mir auf den Sack. Das geht mir richtig auf den Sack. Das geht mir so dermaßen auf den Sack. Könnt ihr gar nicht glauben. Hallo? So, jetzt ist sie tot. Treibt hier im Wasser und wir lassen sie einfach in Ruhe. Denn ich will mit so einer Zauberin nichts, so einer Zauberfrau nichts zu tun haben, die uns ständig hier die Sachen in der Hose schwer werden lässt. Was? Ach, ist klar. Erst wollte ich was ganz anderes sagen, aber dann... Ich habe mir gedacht, das ist zu blöd. Das ist auch... Das... Was haben wir da? Natürlich wieder Aufbereitung einer Leiche. Natürlich, da stehen die sehr drauf. Zerstörung hat sich verbessert. Ist total interessant und hat echt unglaublich viele Seiten. Da können wir auch nochmal ran. Wow. Wow, ich bin begeistert. Das hat sich hier echt gelohnt und jetzt komme ich eigentlich... Mit dem Boot komme ich hier nicht weg, ne? Hier könnte man Ebenerz abbauen, aber... Ja. Nachteil bei Ebenerz ist, dass das so sauschwer ist, das können wir nicht transportieren. So, und ich wollte doch eigentlich ins Aschland, hm? Aber nein, dieses blöde Höhlensystem hier hat mich wieder aufgehalten. Verdammt! Hier, ne? Ja. Hier geht's raus. Es ist Nacht, hm? Nein. Huch. Es ist Cthulhu. Nein. Okay. Weiter geht's. Dass wir hier mal endlich wegkommen.
dann machen wir es wie immer und, ja, gut, Mann. An sich ist es egal, wir gehen wieder über cool. Das ist am sinnvollsten. Und dann sind wir ruckzuck. Ruckzuck im Urschilakulago. Und werden dort gefeiert. Dafür, dass wir die Prophezeiung fast erfüllt haben. Und nur noch 10.000 andere Prophezeiungen erfüllen müssen. Um dann endlich mal zum Nereva zu werden. Es ist einfach nur glorreich. Ich kann die nur von unten angreifen. Hui. So. Da ist die gute Wolfenhalle. Da komme ich nicht hoch, aber hier kann ich lang. Nein, kann ich nicht. Doch. So, und dann gehen wir. Worum geht es eigentlich? Ich weiß auch nicht, um was es geht. Nee, wir können ja dann eigentlich hier hinten. Doch, wir fahren mit dem Schiff. Ich dachte erst, wir nehmen den Schlickschreiter. Die Magiergilden-Transport-Dingens. Das Teleporter-Teil. Aber wir machen es so. Müsste er hier sein. Ah, und dann können wir endlich hier weg. Eberz? Ich hab keine Ahnung mehr, wie wir da hinkommen. Fahrt fort. Nee. Warte mal, wir machen es anders. Kurze Reise, lange Reise. An euch ist es zu wählen. Kurze Reise, langer Sinn. So, wir nehmen einfach hier oben jetzt den Schlickschreiter und gehen nach Kuhl. Und vorher. Ich sehe schon, wohin das führt. Wir brauchen. Ja, wir brauchen neue Sachen. Wir brauchen neue Schmiedehämmer und gleich sind wir auch Stufe 24. Yippie. Yippie, oi, oi. So, komm. Bring uns nach Balmora. Da handeln wir dann nochmal schnell. Warum gehen? Mit den bekannten Spießgesellen, die wir hier haben. Mit ihr nicht. Die hat kein Geld. Bei ihm lohnt es. Ja, doch, bei ihm können wir mal. Da können wir so ein paar Edelsteine verkaufen. Zwar auch nicht die Welt, wenn wir erst. Das Ding. So. Perfekt. Dann. Meldor, ich hätte beinahe seinen Namen vergessen. Ich habe ihn tatsächlich auch vergessen. Unmöglich. Gut, 1500, dem kann ich das ja nicht anbieten. Nein. Dann bekommt der Werteherr. Das Ding ist ziemlich schwer. Und nochmal zum Wayne. Hallo Wayne. Das sieht aus wie ein Transformer schon langsam. 9, 16. Das Ding hier war, glaube ich, auch ganz schön schwer, ne? 25, 14. Seid willkommen.
Worüber sollen wir sprechen? Über gar nichts. Kannst du mir noch was beibringen? Nee. Blöd. Hallo? Doch, er sieht echt aus wie so ein... Ja, so ein Möchtegern-Transformer. Achso, ja, kaufen. Kaufen, warte. Warte, Geselle, Lehrling, welche ist denn besser? Ich glaube, die... So. Sehr schön, können wir gleich reparieren. Blam, blam, blam. Sehr schön. Und irgendwann müssten wir vielleicht mal ein paar Schlüssel wegwerfen. Denn die müllen uns das Inventar ganz schön voll. Und ja, die meisten brauchen wir ja irgendwann nicht mehr. Vielmehr, die braucht man einmal und dann nie wieder. Dann können wir sie eigentlich auch wegwerfen. Altruhen, glaube ich, ne? Und dann von Altruhen. Ich höre eure Worte. Das ist toll. Ja. Cool. Das ist total cool. Okay, und von hier aus dann einfach den altbekannten Weg. Das ist echt an sich ja schon ziemlich blöd, dass man sich da nicht irgendwie hin teleportieren kann. Was macht das? Können wir da oben? Gut, das hat gar kein Bett. Können wir gar nicht rasten. Die Gegner spawnen auch übrigens neue, sehe ich gerade. Aua. Denn die Höllenhunde waren noch nicht da vorher. Und ich mag das Wasser. Ich liebe das echt. Das ist so cool. Das ist echt so super cool. Wow. Ihr solltet rasten. Ja, das werden wir auch tun. Und zwar, ja, eigentlich auch, ja, genau jetzt können wir das mal machen. Stufe 24. Was nehmen wir? Schnelligkeit? Geschicklichkeit? Und Willenskraft, hm? Vielleicht können wir ja irgendwann Magie auch einfach widerstehen, aber ich glaube nicht, dass das so schnell der Fall sein wird. Und Schnelligkeit ist immer gut. Die kann man immer gebrauchen. Und ich bin echt gespannt, was uns der nächste Auftrag bringt, oder vielmehr die nächste... Prophezeiung. Und wir sind echt schon ganz schön schnell, ne? Sieht schon fast lustig aus. Nee, ich dachte schon, wir wären dran vorbeigelaufen. Natürlich. Natürlich. Wandert eigentlich die Sonne auch? Ja, ne? Okay, weg ist sie. Sie verschwindet. Uff. Aua. Aua. Nicht hauen. Ach, mein ganzer Körper juckt. Ich habe so einen ekelhaften Pullover an. Der so schön warm ist, aber dann doch auch irgendwie... Ach, ein unangenehmes Gefühl verschafft. Einfach diese Felsdinger. Ja, kommt her. Komm her. So. Legt euch hin. Und ich back mich hier irgendwo fest. Und wir sind obwohl so viel haben wir noch gar nicht erkundet. Hier haben wir echt alles noch frei.
Was werden sie uns jetzt auftragen? Haben wir irgendwas vergessen und müssen nochmal alles von vorne machen oder irgendwo anders hinlaufen? Das denke ich immer manchmal. Also, immer manchmal auch gut. Das denke ich des Öfteren, wenn wir irgendwelche Aufgaben haben, dass ich irgendwas vergessen habe und dann den ganzen Weg immer wieder neu machen darf. So. Ihr seid in der Reverie, fragt und ich werde euch mit Azuras Segen antworten. Ihr seid von den vier Stämmen Wadenfels zum Nerevarin ernannt worden. Ihr habt diesen Teil der Prophezeiung erfüllt. Ushilaku, Aimusa, Zainab und Erabini Misun haben euch zum Nerevarin ernannt. Ihr habt die fünfte Prüfung bestanden, die sieben Visionen stellen. Ja. Der ganze Titel der Prophezeiung ist sieben Visionen der sieben Prüfungen des Fleischgewordenen. Hört zu, und ich werde euch die Verse aufsagen. Ja, das hatten wir ja auch schon. Fünfte Prüfung. Und jetzt, wie geht's weiter? Ich muss echt zum Roten Berg jetzt schon gehen? Glaube ich nicht. Wir haben doch noch zwei Prophezeiungen. Oder nicht? Ja, und jetzt? Was ist dein Plan, Madame? Der Bann für den Fluch? Was? Ja, komm. Hier. Ja, das hatten wir auch alles. Dritte Prüfung, Sechste Prüfung. Ich war blind, aber Azuras Stern hat mich durch meine Träume geführt. Vivex Hohepriester Sarinoi bat darum, euch zu sehen. Wenn ihr Otato und Nerevarin seid, geht zu ihm und verlangt, mit dem falschen Gott Vivek zu sprechen. Vivek hat versucht, Kagrenax Artefakte zu verbergen, aber ihr werdet sie benötigen, wenn ihr vor Darkwood Uhr steht. Holt Keganix Artefakte, Kagrenax Artefakte von Vivek. Sie sind der Schlüssel zu den Rätseln der sechsten und siebten Prüfungen. In die verlorene Prophezeiung heißt es, die mit einem Stern gesegnete Hand schwingt die dreimal verfluchte Klinge. Gilvas Barelo erzählte euch von Kakrenax Artefakten. Mit diesen verzauberten Gegenständen ist es dem Tribunal möglich, Kraft aus Lokans Herz zu gewinnen. Eines davon ist die Seelenklinge. Eure mit einem Stern gesegnete Hand muss die Seelenklinge schwingen. Wenn Vivek diese Klinge hat, so ist es eure Bestimmung, dass ihr sie ihm abnehmt. Ach, cool. Ja. Gut. Gut, gut. Wie hieß der Typ nochmal? Also, der Typ, zu dem wir sollen. Sarioni. Sarioni, Sarioni, keine Alioli. Da müssen wir hin. Und ich würde sagen... Wir haben auch keine Rolle des göttlichen Eingriffs mehr, ne? Oder? Leider nicht. Sieht schlecht aus. Nee, da ist nichts mehr. Schade. Dann, hey, was läufst du uns um? Dann müssen wir diesen ganzen Weg in der nächsten Folge wieder zurücklegen und nochmal nach Cool und dann nach Vivek und dann kümmern wir uns um den guten alten Sir Vivek und holen uns mal unsere Waffen, die wir für die Prophezeiung brauchen. Also, bis dann, tschüss!